You were moved. Bugs? Alter, geht's denen noch gut? Ja. Ach so, ihr seid da. Ah, okay, hi. Ey, Bugs, bist du immer nett zu den Leuten. Ja, ich quatsch hier gerade, you were moved. Ich so, was? Okay. ja. Ja, wir sind ausgeschieden, Alter. Was? Ja. Wie jetzt? Übelst krass, Mann. Sasun und Leon, ne? Haben den Level 1030 Feuertrake und wir killen Sasun und Leon. Stecken alle Implantate ein, haben die Drachentribute und so weiter. Und wollen dann aber noch den Drachen von denen killen. Und Sidia sagt noch so, wir müssen aufpassen, Sasun, die haben noch einen Giga, die kommen jetzt gleich. Wir müssen gucken, dass die nicht uns überraschen. So, was passiert? Sidia und ich quatschen über Gott und die Welt. Schnapp, schnapp, tot. Alles verloren. Alles. Echt jetzt? Ja. Alles verloren. Also wir haben jetzt so überlegt, ob wir nochmal neu starten und versuchen neu aufzubauen, aber das Ding ist, wir müssten jetzt wieder die Stärke von Sasun und Leon erreichen. Das schaffen wir nicht. Die haben unsere sämtlichen Implantate und die hatten irgendwie 20 Stück schon. Und wir hatten 20 bis 30. Also vielleicht haben die sogar schon den Sieg, weißt du? Also deswegen fangen wir jetzt nicht nochmal neu an. Just for fun hast du keinen Bock? Nee, und nicht just for fun. Ich habe mir überlegt, lieber ein bisschen Spectator jetzt gucken. Den Leuten noch ein bisschen über die Schulter schauen und das den Zuschauern zeigen. Deswegen sind wir jetzt auch zu dir. Dachte man, machen wir so Trio-Kommentator, ich weiß es nicht. Achso, ja, klar, gerne. Ja, genau wieder in der Zeit irgendwie, wo ich AFK war, verdammt. Ja. Egal, wir haben es ja. Also wir haben jetzt auch überlegt, also ob wir nochmal neu starten oder so, aber ich halte es für wenig sinnvoll jetzt. Ja. Also wir haben uns auch überlegt, dass wenn wir nochmal neu anfangen, dass wir dann wirklich stärker sein müssten als Sasun und Leon und das werden wir bestimmt nicht schaffen. Ja, aber es geht ja manchmal auch nicht immer darum, irgendwie, dass man Erster ist, sondern irgendwie darum, dass man noch Leistung zeigt in der Zeit, wenn man mal gerippt hat. Ja, da hast du recht, da hast du schon recht. Aber mal gucken, vielleicht nächstes Mal. Ich zeig dann lieber in der dritten Staffel Leistung. Ja. Aber wir haben jetzt wirklich alles verloren, also ist ja nicht so, als ob wir noch ein bisschen was hätten, womit wir noch weitermachen können. Nee, also die hat sogar nochmal probiert mit unserem billigen Pip, der hat sogar so nochmal gecrappt. Ja. Aber der Drache war auf Aggro. Das ist so gemein, ey, ohne Scheiß, die hatten Sasun Leon gekillt, wir waren einfach nur dumm. Das war schon wieder, das habe ich vorhin schon so gesagt, wir haben einfach Sasun alles wieder auf ein Serviertablett geliefert. Da musste nur mit dem Giga hin und einmal beißen und hat alles bekommen. Alles. Ah, ja. Wir hatten sogar zwei Track Tributes von ihm bekommen. Also wir hätten jetzt easy Drachen tamen können. Hm. Oh, Mann, die beiden waren gut unterwegs, ne? Ja, wir hatten sie tot. Wir hatten sie schon. Wir hatten alle Implantate von denen. ich weiß nicht, ob das durch Lag ist oder ob das so gewollt ist, aber mit dem Poison Pipte, wenn ich einen grapple, kann ich den betäuben. Ich kann zuhauen. Und dann treffe ich den. Echt? Wenn du über dich rollst, oder? Nee, rollen kannst du ja nicht, wenn du einen gecrappt hast, aber du kannst mit linker Maustaste, habe ich die Leute immer getroffen. Ja, du kannst runterhacken, das kannst du mit dem Adler auch. Ja, ich wusste nicht, dass das auch mit Pipte geht, also das macht den Poison Pipte ja richtig, richtig fies heftig. Ja, der ist mächtig. Nee, habe ich noch nicht, weil ich will erst mit Leuten Bescheid geben, nicht, dass ich wundern, dass ich jetzt Spectator gehe. Hast du schon gesagt? Nee, hast du noch nicht. Nee, bis jetzt kam nur ein Punkt. Der Punkt ist ausschlaggebend, also der muss was bedeuten. Ich hätte eher mit dem So gerechnet. Also ich gehe davon aus, Sasun und Leon, guck mal, die haben jetzt von uns die irgendwie 25 Implantate bekommen oder so. Und die hatten selber 15 bis 20. Also die brauchen nicht mehr viel, dann haben die gewonnen. Und es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass sie das in den nächsten 1-2 Stunden schaffen. So, von daher finde ich es halt noch sinnloser, neu anzufangen, weil es ist ja wahrscheinlich dann, wenn wir vielleicht wieder irgendwie konkurrenzfähig wären, dann ist das Ding schon zu Ende. So, das ist an einem Punkt. Ja, vielleicht musst du das noch weiter erklären, weil im Chat ist jetzt totales Unverständnis von, wie man kann ausscheiden, bis über jeder schreibt drei Fragezeichen. Die haben nicht gesehen, was wir gesehen haben.
General Ah, Switch. stimmt, ich kann nicht mit dem Drachen Da grabben, ist, ne? da ist, da ist, da ist, bei uns im alten Base ist dieser Petri, also ein Boys Petri, ich weiß nicht, wer das ist. Ich hau Ja, ab. warte. Hallo, Bitte schneller. Bugs. Hi. Hey. Na, habt ihr wen weggeknechtet? Ja, kann man so nennen, war aber richtig close. Leichter. Ne, war nice weiter, oder? Sage nur Poison Petri OP. Wir sind Ja, so eine eine Rolle in Lex, meinem Lex League. OP, also ich will jetzt nicht alles auf den Deck schieben und so, aber komisch, also nicht komisch, sondern es ist erstaunlich halt, wie Xidia noch gu so gut grappen kann, oder bei den Lex, ich kann nicht mal mit dem Feuer speien damit, oder? Also ich kann nicht mal Feuer speien. Der kann mich grappen, weißt? Also Feuer speien ist easy, weißt? Also hat eine hohe Range, grappen mit dem Adler nicht so. Aber es ist schon mal ein schickes Gefährt, Leon, hier. Gefällt mir. Ja. Aber ich bin noch ein viel schickeres. Okay. Ich finde das Nötige dafür nicht. Ja, dann muss ich mit dem Petri suchen, aber der Giga steht halt frei rum, ne? Und ich Ah. kann halt auch nicht zur Base, oder weil. Weil Poison Petri, da hat noch einer Poison Petri halt. Ja, wieso? Wenn du mit dem Giga hoch endet, der ist weg, ne? Ja, hoch rennen mit Giga, oder weißt du, wie weit das weg ist? Was sucht ihr Soll ich denn da jetzt hinkommen? noch? Ein Affen und eine Brutmutter. Ah, okay. Eine Nummer weiter. Ja, wir wollen richtig reinhauen. Aber Sehr sonst waren hier immer ärgerlich, da war ich welche. vorhin wieder AFK. Irgendwie, als ich zurückkam, irgendwie kam die irgendwie zu mir im Channel und meinte irgendwie, ich glaube, wir wurden umgebracht. So, okay. Ich glaube, wir wurden umgebracht. Wenigstens weiß er. Also, es ist nicht peinlich für ihn, muss ich sagen. Wenn es jetzt so ein Weltraumfahrer gewesen wäre, okay, dann hätte er sich schämen können, aber. Solange wir sind, denke ich mal, ist es im Rahmen. Immer Feuer. Ja, schick, genau auf mich drauf. Herzlichen Glückwunsch. Yeah, Halt schick. on aim, der Junge, oder? Ich guck mal so einen Affen zu und so. Aber ich hab das Ja. ganze Stehgebiet, habe ich keinen Affen gefunden, oder? Obwohl ich da hochgerannt bin mit dem Giga, weißt? Ja, ich auch. Ich habe auch das komplette Schneegebiet abgeflogen. Ich versuche jetzt mal mein Glück mit der Brutmutter. Aber eigentlich war eigentlich immer einem Sumpf und dann, wenn man sie braucht, findet man sie nicht. Der Drache ist halt eigentlich nur gut, um andere Petis wegzukillen, oder? Aber er ist halt viel zu lahm dafür eigentlich. Was hat denn der für Stats jetzt, der Feuer Drake? Scheiße. Ja, 150.000 Leben. Was willst du alle wissen? Nee, nur die Ja. hauptsächlichen. Ja, 1200 Damage und 200 Movement. Okay. Ist So. ausgeskillt? Ja, Ja, klar. ausgelevelt, ja. Also, Okay. wir haben halt gerade so Beam mit dem Poison-Drachen. Also, eigentlich wollten wir einen Poison-Drachen eben haben, ne? Waren gerade so am Suchen, sehe ich halt, dass er Petri mit Poison-Petri und so einen Poison-Drachen angreifen, ne? Guck ich so, ja, Beam war das, ne? Dann haben wir eigentlich, war der Plan ja eben, wir hatten halt schon so dieses Drake-Boot fertig und haben eigentlich gedacht, wir Poison-Drachen machen. Aber dann haben wir halt gedacht, jetzt finden wir halt keinen schnellen Poison-Drachen, also keinen starken Poison-Drachen, haben wir schnell einen Feuerdrachen getamed, ne? Auch nicht schlecht. Und mit dem haben wir halt angegriffen. Und eigentlich ist es eigentlich übel schief gegangen. Wie gesagt, die haben halt gut gewappen können und der Poison Petri betäubt dich instant. Damit haben wir eigentlich alles verloren gehabt und dann haben wir eigentlich nur mit den Dings gehabt, den Giga gehabt. Und mit dem Giga bin ich hoch. Da wird noch ein Und Ass im Ärmel. der Wildhand haben wir schon, gell? Also wir müssten Meine. eigentlich mal. Also zählt es noch mit 69 Mandate, also Punkte? Ja, klar. Ja, Guck aber wir schon. müssen mal zählen, oder? Giga ist voll damit. Habt ihr auch deren kompletten Stuff übernommen? Ich weiß nicht, ob die alles Weiß nicht, dabei ob die alles hatten, dabei hat. aber wenn die alles in Viechern hatten, ja. Oder alles dabei. Also wir hatten alles von denen und also ich weiß ja nicht, wo die deren Base haben, aber. Also kann ich mir vorstellen, wenn die gleich so sagen, alles kaputt und so, dann schätze ich, haben die auch keine Implantate mehr. Ja, irgendwie schon. Man nur Implantate zu haben, bringt halt auch nichts. Ja, aber. Ja, wie der Chat dann auch wieder darauf reagiert hat, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr mitmachen wollen. Ja, ich meine, Ist immer so es geil, machen so oder? viele Leute und bei denen ist es einfach nicht relevant, weil es keiner mitbekommt. Ja, aber wenn es einer sagt, dann blamen die halt gleich. Das ist halt richtig lächerlich. Versuchen, ich werde nicht fündig. Das ist nicht cool. Ja, ich suche ja auch. Ist halt Du, so es die gibt aber. Sache, ne? Irgendwie die einen würden halt weiterspielen und die anderen irgendwie. Ich meine, was sollen sie da jetzt noch Großartiges zeigen, ne? Wie sie wieder irgendwie von Null anfangen und Opfer sind Klar, für jeden, der definitiv. vorbeikommt. Weltraumfenster.
Weltraumfenster. Also, müssen wir noch klatschen eigentlich, aber die haben ja eh nichts gleich. Weil wir müssen halt auch Basen zuholen. Die haben unsere Base, halt haben die jetzt gespottet, unsere zweite auch noch, oder? Macht. Aber dann mal was mich für, oder? Ja, hast du alles in der alten Base abgerissen? Gar nichts abgerissen. Bin da nicht gelandet, oder wenn da ein Poison Petri fliegt, oder? Ja, das macht Sinn. Jetzt fehlen euch noch die Brutmutter Tribute und der vom Affen, oder? Ja. Jo, und dann nochmal Golden Reed und dann. Dann müssen wir einen Refund finden, oder? Wir hatten den Anfang, haben wir den Refund schon gehabt, aber. Ich bin, Alter, haben wo wir jetzt baut man das? Dann wahrscheinlich irgendwie eine Anunnaki Smithy oder so. Ne? Ja, genau. Ja. Ey, guck mal. Haben wir jetzt eigentlich alles durchgeguckt, was wir gelootet haben? Die müssten doch auch ein Drake-Tribut haben, oder? Nee, die hatten Trophäe. Ich glaube, die wollten sich das gerade von dem Pi holen. Die hatten doch eine Trophäe schon, oder wie? Die Trophäe nicht. Hatten dann. Ja, glaub's nicht, okay. Nee, sonst was wollten sie das töten, oder mit Poison. Also, Poison Patreon. Ey, mein Inventar gucken, ich habe komplett CD geklatscht mit mir. Hey, da bist du. Oh, hallo. Was? Oh, lol. Ja, ich gucke ja auch gerade mal da. Ja, im Wedgwoods, ich weiß ja nicht, wie das mit den Spawns ist, seitdem das neue Biom ja. Drin ist. Aber wirklich, seit der zweiten, also der zweite Staffel habe ich noch keinen Fies gesehen, so ein Scheiß halt. Ja, und in der ersten war es Folge davon im Schneegebiet. In der ersten Folge haben wir auch, also in der ersten Session haben wir auch keinen gesehen. Ja, ich meine ja, erste Staffel. Ja, erste Staffel haben wir voll, also ewig viele davon gesehen. Ja, ich fliege mal ein bisschen durch den Redwood, vielleicht spawnt er irgendwas von den Drecksviechern. Das hat eigentlich keinen Sinn gemacht, weil ein Affe ist eigentlich. Sollte nur aufpassen, dich können Adler gut grappen, glaube ich noch. Aber eigentlich, wenn du grappst, Alter, ich hätte grappen sollen. Genau, probier du einfach grappen, du hast doch viel höhere Range, oder? Stimmt. Alter, der war so doof, oder? Der ist so. Sache ist halt. So. Umgänglich. Kann man die hitten, wenn die gegrappt sind? Ja, glaub schon. Ja, dann können die es eh voll knicken. Wie willst du bitte den Drachen hier betäubt haben? Ja, vor allem, ich hab von dem. Von dem Erdadler, was die hatten, habe ich gerade mal 10 Hits ausgehalten. Ja, wie gesagt, wir bauen da jetzt nächstes Mal das Mist. Ich habe halt gute Flak für uns beide. Müssten wir halt reparieren können. Ja, das heißt. Ich will halt den Giga halt nicht irgendwo stehen lassen eigentlich. Wir sollten den irgendwo mitziehen. Ja, ich fliege jetzt mal das Redwood ab und wenn nicht, dann geben wir Golden Treat und dann holen wir uns noch einen Poison Drachen. Dann haben wir eh beste Kombi. Der eine betäubt, der andere macht Damage. Oh, hier ist ein Dodorex. Den Poison, es ist halt die Frage, wie viel er, Poison der macht. Also das sind zwei Dodorexe, direkt nebeneinander. Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Die geben auch Affenschädel, Affentrophäe. Kann weißt ich, packe ich sie? Ja, siehe. Probier doch einfach mal. Machst immer mehr Schaden. Dodorexe geben auch Affenschädel, ich weiß nicht, ob das die richtige ist, aber muss doch eigentlich. Oder? Nein. Ich hab ein bisschen Angst vor dem. Alter, kannst du wegfliegen. Sieht aber zumindest sehr, sehr geil aus gerade. Kannst du wegfliegen. Ist halt irgendwie erbärmlich, also in der Bärm, ja irgendwie schon eigentlich. Das normale Giga ist halt trotzdem fast. Das ist ziemlich stärkste Vieh halt. Ha, ich dachte, die trifft mich nicht. Oh oh. Alter, wir hätten Stamina skillen sollen. Vorher schon mal wasted richtig zu haben. Ja, guck einfach, dass du Stamina rausgibst, bevor du halt landest mit dem. Also, bevor du dich angreifst. Ja, okay, der macht halt gut Damage, 18.000 Volt. 1000? Warum? Ja, warte, ich lande kurz Stamina regen und dann. Und noch ein Fenster, der Giga ist halt jetzt eh wird fort. Ja, hier im Redwood laufen zwei nebeneinander rum. Ja, toll. Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob das die richtige ist. Also normal schon, oder? So ein normaler Affenschädel halt, ne? Das haben wir letzten Tag gehabt, eigentlich schon. Hä? Was will ich denn nicht? Mir kommt gar kein Feuer. Hä? Ah, jetzt. Alter, Jo, ich bin gerade in den Felsen geflogen. Hä? Fuck, lol. Trifft ihn halt. Sind die beiden jetzt auch noch Mate boosted, ne? Das stelle ich mir richtig fies vor. Bin ich in seinem Maul hin? Weiß nicht, was tun, oder?
Können wir mit Petri alleine und mit Giga alleine nichts machen, Alter. Jetzt kommst du zu Peter, ne? Oh ne, jetzt ist der andere auch aggressive. Ne, jetzt hab ich nur noch Geld. Ja, ich komm mit Giga, Alter. Aber es gibt so eine. Doch hier irgendwo. So ein Scheißvieh sein, Alter. Ich töte beide, easy. Alter, ey, du verlierst den Drachen, Alter, wegen Stamina oder so ein Scheiß. Das du sagst, der Pest haben wir nicht mehr. Kurz landen. Wie viel Arm hast du gesteckt, Giga, Alter? Ja, im Wasser ist der Ultra da. Ja, ist im Sumpf. Kann halt nicht einschätzen, wie viel Leben die haben und wie schnell die das recken. Hier auf dem Server reckt man halt ultra schnell Leben. Kann halt sein, ja, dass aber eine wilde Tiere, oder? Doch, klar. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Tiere nicht weg. Die Tiere recken doch nur, wenn sie Dings, wenn sie was fressen oder so. Ganz, ganz lahm sind sonst. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich, wenn ich weg bin, wegfliege, um Stamina zu recken. Alter, die trennen sich aber auch nicht, ne? Eis drauf, Alter. Ja, komm, einmal. Lol, ich hab Narkotik bekommen. Komm mal zurück, oder? Hier passt doch alles gerade. Ja, ich will doch nicht nur eine Base bauen, oder? Ich muss den Giga irgendwo mitzehren, oder? Wo wollen wir die Base bauen? Was ist der Giga? Scheißegal. Mir ist langweilig, Alter. Was soll ich alleine machen, Alter? Zähl mal die Implantate durch. Ja, genau, alleine. Deswegen ist das halt auch Frache stehen, oder? Kann nichts tun, Alter, so. Das leckt gerade echt hart. Ist echt nicht schön. Hey, nee, ich doch die ganze Zeit zu Hause. Ey, ich werde die ganze Zeit zurückgeleckt. Nee, Alter. Nee. Ja, komm, Alter, ich wack halt komplett rum. Ja, guck. Ja, lass die Toto extra mit rum, Alter. Alter, ja. Du bist... Alter, Leon! Alter. Leon, du Penner, du! GG, Alter. Levi, Alter, wie? Ich geh offline, hab keinen Bock mehr. Alter, Leon, du kommst jetzt sofort wieder her, Alter. Boah, Leon, wie, Alter, wie dumm. Alter, nee! Ich sag dir noch, Alter. Hau doch ab von den Dolorex. Was hat das für einen Sinn, Alter, mit dem Scheißdrachen, Alter? Ja. Ist jetzt auch zu spät. 80.000 Schaden machen wir, du hast 150.000, Alter, die hauen dich 5 Mal und du bist tot, oder? Ja, ich hab aber gegengereckt, bis ich in dem Ring gebackt hab. Ich hab 80.000 Leben in 10 Sekunden gereckt. Das war nicht das Problem. Neben denen, oder was? Ich hab nicht neben denen gelandet. Ich hab in den gebackt. Leon, Alter. Bitte. Warte, ich hör mein Loot. Ich hab echt keinen Bock auf das, Alter. Du immer jedes Mal so einen Fullscheiß machst, Alter. Und, Naja, im Endeffekt konnte er nicht nix dafür. Ja doch, Alter! Nee, es hat geleckt. Ganz genau, dass sie leckt und wie scheiße ist, Alter. Wieso macht er so eine Scheißaktion? Er kriegt die noch nie down mit weiß nicht wie viel Schaden, Alter. Also ich bin total stolz auf dich. Du hast gerade den epischsten Screenshot produziert, den ich je gesehen habe. Ja, GG, das hilft mir auch. Also wenn das kein Thumbnail wird, dann weiß ich auch nicht. Boah, ich hab da aber auch mies drin gestuckt und dann kam ich auch nicht mehr raus. Aber genau in der Mitte drin, irgendwie, das Böse. Also, du weißt schon, dass die anderen auch schon dabei sind, dran zu tamen, gell, oder? Was war... Wo habt ihr denn das Zeug gehabt? Liegt das jetzt hier auf dem Fußboden rum, oder hat Sasun das... Das ist Sasun. Die Plattate sind im Giga drin, oder? Ja, Gott sei Dank. Das interessiert mich nicht, Alter. Heiß auf dem Plattate, wir brauchen doch keinen weiteres Platz, Alter. Warte, ich versuche noch irgendwas zu retten, aber ich schätze, ich komme da nicht hin, ohne weggeht zu werden. Verstehe das einfach nicht, Leon, oder? Ja. Sag doch noch, wieso bist du die haben neben halt, den gelandet? Die haben mich nicht gehittet. Wieso neben den landen, Alter? Bis ich drin ich hab nicht neben den gelandet. Ja, wie kommt ich bin drin gestuckt durch die Legs. Alter, als ob, Alter. Weißt du, wenn ich mit den Stamina weg ich musste nicht so? Wegen Stamina landen gerade. Es war alles gut. Ich hab davor schon gereckt, als ich das gesagt hatte. Ich hatte keine Stamina-Probleme, ich hab einfach drin gestuckt. Bax hat's ja gesehen, ich hätte doch keine Chance rausgekommen. Ja, aber wieso probierst du das überhaupt? Ich hab doch gesagt, ich komm mit Giga, am Anfang oder? Hast du doch selber gesagt, töte dich. Ja, sicher, aber du merkst doch, ob man es schafft oder nicht. So ein Dodorix hat da auch Millionen Leben, Alter. Wenn du nur 10.000 Schaden machst oder 3.000 oder weiß gar nicht wie viel, Alter, oder 1.000. Ich weiß nicht, wie viel der Drache jetzt gemacht hat an denen. Aber hier ist jedenfalls alles voll mit Dodorix und ich hab jetzt schon ein paar Stück, Leute. Ein paar gesehen. Alter, Giga springt auch mal. Ja, das bringt uns viel, Alter. Ja, ich meine ja nur, wenn die wirklich die Drachen geben, dann sollen wir vielleicht mit dem Giga und den wegklatschen.
bin nicht den Giga auch noch, wenn da wirklich zwei auf einmal sind, oder? Ja, hier laufen ja überall welche rum, am Strand sind auch einzelne, aber das sehe ich jetzt nicht. Nee, ich meine, wieso so über... Ach, nee, was... Hä, es war... Ich hatte Full-Life-Sazoon, bis ich drin gestuckt bin. Und ja, die klar, haben auch viele Hits für mich gebraucht. Ich hab doch versucht, da rauszukommen. Ich glaub, du kriegst sie trotzdem nicht down, Alter. Du hast doch selber gesagt, direkten zu schnell und so weiter, bla bla bla, da hau ich doch schon längst ab, Alter. Ich hab's gedacht, ich habe es nicht gesehen. Und außerdem habe ich mir einen guten Schaden gemacht. Wie viel denn? 3000, ja, 5000? Keine Ahnung. Ich habe ja mehrmals drauf gehittet. So, wieder Dodorix. Gut, setz. Wo wollen wir Space bauen? Ja, spawn wenigstens mal ganz normal hier. Ja, wo? So, für Giga. Ja, da, unsere Base, Alter, im Sumpf halt. Okay. Soll ich in der Sumpf-Base spawnen? Der Sumpf-Base, ja. Ja, okay. Braucht jemanden noch einen Giga? Wir brauchen jetzt einen Golden Tweet, dann holen wir uns noch einen Drachen, Alter. So einfach ist das. Da ist mal ein Beusendrachen. Wo waren die Drachentribute drin? Waren die, sind die im Giga? Ich weiß es doch nicht, was du alles mitgenommen hast. Ich hab doch gesagt, bleib doch mal stehen und lass den Loot angucken. Nee, ja, nee, sind nee, beide nee, im Giga. Nee. Hä? Ich hatte keinen Loot dabei, kein wichtigen. Ja, das weiß ich ja nicht, weil ich nicht geguckt hab noch, Alter. Soll ich erstmal kurz Implantate ziehen, bevor wir weitermachen? Warte, nee, guck du dich um, ich mach das. Ja, müsst ihr erstmal nur sehen, wie viele verschiedene wir haben. Wie viel überhaupt, Alter? Wir haben so sau wenig, wir haben 45, ne? 46. Ich weiß aber nicht, ob das alles verschiedene sind, ne? Der André baut gerade wieder eine Mod. Total coole eigentlich. Dann gibt's irgendwann, also wenn er wirklich fertig kriegt, eine Kiste, also eine Implantatabgebekiste. Und die Kiste zählt dann die Implantate, sortiert die Doppelten aus und spuckt dann eine Meldung aus, wie viele Implantate man jetzt tatsächlich hat. Ja, das ist halt für die den, das Projekt halt das Beste. Ne? Ja, das ist halt Projekt, echt wieder ein Projekt, ne? Ist super, überhaupt nicht einfach, aber der hat sich mittlerweile so da reingefuchst irgendwie und sagen wir mal so, es ist so zu 70% fertig, das Ding. Also richtig geil, was der da schraubt. Ja, es gehört doch sowieso, oder wenn man so ein Projekt hat, oder wie soll ich wissen, verschiedene Implantate, oder, das kannst du immer verzählen, oder wenn du keine Liste führst und jeden einzelnen Dingsel schreibst, oder, hab doch nie Zeit dafür. Ja, ist schon richtig. Also man kann das schon schaffen, irgendwie zu wissen, ja, welche Implantate man hat, aber es ist halt übelst nervig. Ja, lächerlich, ne? Lächerlich fand ich es auch, Staffel 1, Ende, Alter. Ja, wie viele Implantate habt ihr? Jeder sagt eine Zahl, oder? Wir sagen auch eine Zahl. Ja, Beam hat natürlich ein oder zwei mehr. Lol, what? Denke ich mir so zuerst. Dann denkt man so, ja, da ist ein Spieler. Da? Geh auf den Petri. Ich dachte um Giga. Ey, du findest den doch schon wieder nicht, oder? Geh runter, geh auf den Petri. War ein Feuerrex oder so ein Scheiß. Mann, Alter. Halt, guck doch mal, wo der ist. Findet mir, ist der links oder rechts gelaufen? Ich sehe hier keinen Feuerrex. Sehe auch keine Damage-Zahlen, nicht. Doch links oder hinter mir jetzt da, oder rechts halt. Der muss doch irgendwo gewesen sein, ich hab den gesehen hier. Der ist doch auffällig, so ein Feuerrex. Ganz in der Nacht hier. Ja, die Nacht ist dunkel und voller Schrecken. Da ist ein Adler bei mir. Komm mal. Aber hast du geguckt, ob bei dir der Drache ist? Ja. Der Rex? Gesehen. Hast du ihn? Ich habe nicht gesehen. Ja, als ob der weg ist, oder wie schnell kommt denn der weg? Okay. So, wann? Lass uns einfach mal wohin laufen, eine Base bauen, oder? Weiß nicht, keinen Bock mehr auf Kämpfen hat. Ah, ich sehe den Rex. Ah, ne, das bist du, der Giga. Okay, Leute. GG. Verarschen. Links war, also andere Seite war er auch nicht? Nee. Gibt's doch nicht, wo ist der hin, oder? Da waren auch nirgends so Damage-Zahlen, oder ähnliches. Ja, ist ja klar, aber wenn er nichts angreift, aber. Hä? Hinter uns ist ein Petri, das siehst du schon, da spottest du bitte mal. Da ist es der Pink Fluffy in Unicorn, oder? Ja, pass auf, die haben Alpha Giga, ne? Ja, toll. Was machen wir gegen den? Wir haben gedacht. Noch keinen Sattel. Ob die keinen Sattel noch haben, Alter? Ja, aber was. Ja, keine Ahnung. So, los, hier nämlich gerade.
Alter, ja, lass irgendwo hin, Alter. Wie gesagt, wenn wir Köpfe brauchen, sollten wir zum Redwood. Haben wir Werkzeuge in dem Giga? Hast du keine Werkzeuge rausgenommen? Ah, Werkzeug ist drin, nimmst du gerade? Aber halt ist richtig wasted. Weil zum Schluss, als der Rex fast tot war, noch versucht runterzuspringen und ihn dann vielleicht zu pfeifen. Ach, dann meinst du? Ja, ja, ja. Aber hat mich halt one-hitted, war halt richtig useless. Ja, irgendwie. Nur abhauen, also fliegen können irgendwie. Was? Weil das sollte irgendwie nur wegfliegen können oder weiter. Hab ich versucht, ich hatte keine Chance zu fliegen. Oder so ein Scheiß. Also du kannst nicht gegen 36.000 Schaden Force Feed. Hast du probiert oder hast du gesagt? Doch immer. Das weiß ich. Jetzt kannst du bald nicken. So! War super lustig bei euch. Ich habe mich köstlich amüsiert. Tut mir leid, dass der Drache irgendwie abgenippelt ist, aber es sah auch echt irgendwie zu cool aus. Ja, geht, ne? Ich wurde drin gesteckt. Ja, ich weiß, es ist irgendwie traurig eigentlich, aber es war echt heftig. Naja, ihr habt ja immer noch krassen Kram, irgendwie. Ja, geht. Ich hab heute leer, oder? Wir hören uns irgendwie den nächsten Mal. Ciao, dann könnt ihr euch jetzt mal richtig fetzen, wenn ich weg bin. Ich hab mich abregiert, das ist Tepri-Phase, oder?